So, halli, hallöchen, Popöchen, ihr Mäuse, ihr. Willkommen auf dem Kanal bei Benny und Steve. Wir haben uns das Supergame Phantasmophobia mal hier reingezogen und werden das jetzt hier mal antesten irgendwie. Wir haben beide das Tutorial gemacht, wir haben uns beide wie die letzten Glatzen angestellt. Mal gucken, wie es wird. Ich denke, wir werden drauf gehen. Schauen wir mal. Hey, Benny. Hey, Steve. Na, was so, jetzt machen wir gerade hier in der Jobauswahl. War nicht viel. Du, ich guck gerade mal, was wir hier so schönes Feines machen können. Guck mal, Teamgröße 2. Guck mal, wir sind empfohlene Teamgröße 2 Leute. Da bin ich dabei. So, Schwierigkeit, okay. Anfänger. Ein zweistöckiges 4-Schlafzimmer-Bauernhaus. Wir haben gerade die Bestätigung über eine mögliche Geistersichtung erhalten. Gehen Sie dorthin und sammeln Sie so viele Beweise wie möglich, damit ein Geisterentfernungsteam den Job beenden kann, sobald Sie gegangen sind. Weitere Infos bei Ihrer Ankunft. So, lass mal hier gucken, was haben wir denn hier für geile Ziele hier? Guck mal her, guck mal her. Hier. Wir haben hier noch so wunderbare optionale Ziele. Ziel 1. Entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Ziel 2. Hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Wo bekommen wir denn Kruzifix her? Warum zeigst du mir die Faust? Was? Wieso? Was? Alter, guck mal ein Stück nach oben. Ich kann auch die Kamera wieder rausholen hier. Ich sehe eindeutig, dass du komplett weiße Nasenlöcher hast. Ja, dich erstmal schön vom Job hier zukoksen, ja? Wunderbar. Okay, alles klar. Ziel Nummer 3. Machen Sie ein Foto vom Geist. Ziel Nummer 4. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Ja, super. Okay, so, warte mal, den Rest muss ich mal ein bisschen näher ran. Alter Mann, muss ein bisschen näher ran zum Lesen. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Richard Thomas. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der alleine ist, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Ziehen Sie oft das Journal J zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf die letzte Seite zu notieren. Einige Missionen werden nur abgeschlossen, wenn Sie wegfahren. Aha. Ja, okay, also Richard Thomas. Irgendwie dadurch triggert man den Typen anscheinend. Und okay. Ja, zusammen oder auch alleine. Aha, okay, also das heißt, wir können zusammenbleiben. Das ist eigentlich ganz cool. Weil das macht es natürlich einfacher mit der einen Taschenlampe, die wir haben. Da du ja jetzt die Infrarot hier Taschenlampe hast, für wahrscheinlich Fingerabdrücke und so, ja, und nimmst du auch mal die andere. Ich habe den EMF hier drin, hier in der Hand. Gut, dann nehme ich mir noch das Geisterradio mit. Und die Tash mit. Jetzt nimm mir die genau. Taschenlampe und du nimmst noch das Journal da unten. Nee, ich habe, achso, warte mal, ich habe jetzt den Fotoapparat dabei und die Videokamera. Ah. Aber die Videokamera kann ich ja eigentlich hier lassen, oder? Oder wollen wir die erstmal mitnehmen? Tja, tatsächlich. Beim Fotoapparat habe ich jetzt nur gedacht wegen dem Waschbecken. Achso, ja, tatsächlich. Falls wir das Waschbecken sehen, könnte man das gleich fotografieren. Dir noch gar nichts sagen, was jetzt wirklich was bringt. Irgendwie, ich würde sagen, wir checken erstmal das Haus, wir gucken es uns erstmal an. Ab geht die Luzi hier, komm. Das sieht aber wirklich donnerlichchen noch. Machst du mal die Taschenlampe ab? Genau. Ja, hat eine Tasche. Ach du Scheiße, Alter. Irgendwo im Nirgendwo. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen ans Ferienlager. Als du dir damals, du weißt, die Flöte. Ey, das war nur für uns bald. Oh, Moment. Ich hab doch gerade wirklich jetzt hier einen Funkspruch gehört. Sag mal was? Ja, das war doch ich. Hallo? Nice, das ist ja geil. Hast du mich gerade gehört? Du musst einfach nur B gedrückt halten, dann kannst du auch sprechen. Ich muss aber B gedrückt halten. Ja, der Global, also ja. Das ist extra fürs Radio, das ist Standard. Hörst du mich? Roger. Roger, Echo, alles klar. Zugriff. Ja, gelandet. So, also die Türen gehen erstmal richtig abgefuckt auf das. Ja, Alter, okay. Das ist ja. Das Problem an der Sache ist halt, dass ich meinen Monitor wirklich schon gammamäßig recht hoch eingestellt habe, weil ich habe hier echt zwei ziemlich fette Lampen, damit ihr mich sehen könnt. Ey, cheatest du etwa oder was? Nein, ich cheate nicht. Das Problem ist, ich erkenne nichts auf dem Bildschirm. Ich sehe nichts, will ich damit sagen, irgendwie, weil ich einfach in so, ein gleißendes Licht hinter meinem Monitor starre. Dieses Prinzip dieser komischen Fliegenkleberbänder habe ich nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie man sich. Klar, Fliegen sind richtig nervig, aber da gibt es doch wohl wesentlich bessere Sachen als diese Scheiße.
Also es war günstig. Was? Wien? Da, oh. Da. Richard! Richard, bist du es? Richard Thomas! Übrigens. Genau. Übrigens wurde mir gesagt, oder habe ich mitbekommen, dass wenn man den Namen auch am Anfang zu oft ausspricht, der Geist sehr schnell aggressiv wird. Ah. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das so optimal. Also, warte mal. Bleib mal so stehen, mein Freund. Bleib mal bitte so stehen. Ich habe jetzt die schwarze Lampe an, ja? Womit man. Ja, warte. Die Nase nochmal hoch. Warte bitte kurz. Mit dieser Lampe kann man Flecken entdecken? Aha! Nein. Da war nichts. Oh, ist das ekelhaft. Na, so viel in Loading in Las Vegas. Lässt grüßen. Was ist mit der Tür da hinten los? Was soll damit ist sein? Bei dir auch die Tür gerade? Hat die gerade ist bei dir eine Schwingtür? Schwingtür? Hier ist gar keine Tür. Lol, bei dir ist gar keine Tür? Bei mir ist hier. Du bist voll durch die Tür gegangen. Oh! EMF 5. Ist das jetzt vielleicht der und beste? Und zwar hier vorne bei der Tür. Ja, warte mal, ich mach mal kurz. Okay. Ey, hier ist eine Tür. Hast du hier echt keine Tür? Ja, jetzt sehe ich eine Tür hier an der Seite. Jetzt ist er da. Es kann auch sein, dass er davor da war. Ich habe es aber nicht gesehen. So, also, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Oh, 5. Ich schmeiß das Ding hier weg. Okay, gut. Also, jetzt sind keine Fingerabdrücke. Warum lässt du das fallen? Ich habe gerade mal die falsche Taste. Ich habe gerade mal ein bisschen Panik bekommen. Bitte. So, warte mal, ich mach mal kurz. Leuchten Sie mir mal, ich will die. Ich mach mal das Geisterradio an. Richard Thomas? Mach mal die Funze aus. Jetzt muss das Licht aus sein. Richard Thomas? Wo bist du? Nichts erkannt. Ja, also das ist. Warte mal. Ich hab ja noch. Hab ich nicht noch? Hohoho! Lass uns mal ganz kurz hier Licht anmachen. Ich würde gerne die Kamera positionieren, um zu checken. Stell sie mal hier auf den Schaukelstuhl vielleicht. Oder? So Richtung, also wenn, wird er wahrscheinlich Richtung Tür sein, da vorne. Und, so, ich hätte jetzt überlegt, ob ich den hier auf dem Kamin hier aufpacke, auf dem Sims hier. Oder so. Auf den Kamin, ja. Und anscheinend wird hier Autotuner Mac, ja, sehr häufig gelesen, die Befürchtung. Okay, machen wir das mal so. Ich hoffe, das passt. Ah, ne, warte, das gefällt mir noch nicht. Der gefällt mir noch nicht. Das dürfte besser sein. So. Weil dann gehe ich jetzt nämlich schon mal kurz nochmal zurück zum Auto und check mal die Cams und hol gleich nochmal das Buch, um zu gucken, ob er ins Buch schreibt. Ja, was ist denn hier mit dem dritten Gerät hier? Den Echometer oder was das da ist? Na, der EMF hat ja ausgeschlagen. Also wir können schon mal in das Buch eintragen. Siehst du, fällt mir auch gerade ein. Du kannst ja mal das daran, auch zu drücken, bevor du quatschst. Ja, sorry. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja weiter weg bin. Du kannst schon mal ins Buch eintragen, EMF 5, hinten im Journal. Copy that. So. EMF 5 haben wir. Ist gerade Aktivität. Aktivität ist aktuell auf 6. Ja. Du, ist total schauer, weil ich stehe hier in so einem. Ist total toll, weil ich stehe jetzt hier. Ich sehe gerade gar nichts. Okay, Aktivität sinkt gerade wieder. Jetzt ist er runtergegangen auf 4. Hätte er jetzt nur. Alter, du verlierst ja ein bisschen Sanity, also hier Kopf und so. Aktivität 10, jetzt müsstest du bei dir ab. Ja, was soll ich da machen? Also wenn deine Lampen leuchten, solltest du dich verpissen und irgendwo dich hinchillen und am besten nichts sagen. Und alles ausmachen, was du anhast. Also Lampen aus und sonstiges. Ab und zu mal Lampe anmachen, um zu checken. Wenn das Flackern weg ist, dann ist vorbei. Dann kannst du wieder quatschen. Hast du überlebt oder? Muss ich jetzt? Ja, ich bin immer noch hier und stehe im scheiß Dunkeln. So, ich check kurz die Cams. Habe ich ganz vergessen.
Mach mal Licht aus, ansonsten sehe ich diese blöden Orb-Dinger nicht. Scheint aber nichts zu sein, also Orbs sind anscheinend nicht an dem Platz zumindest. Ich komme wieder rein mit dem Buch. Hast du denn mal Badezimmer und so gecheckt wegen schmutziges Wasser? Nee, tatsächlich stehe ich hier immer noch wie Falschheit hier im Wohnzimmer und höre hier und auf Sex, nicht bewegen, alles ausmachen. Ich stehe hier einfach nur im Dunkeln. Ach so, ich dachte jetzt ist hier irgendwas passiert, ey. So, naja, dann ich guck mal überhaupt hier, warum gehen überhaupt alle Türen nach innen auf, was soll dieser Scheiß? Ich habe das elterliche Schlafzimmer gefunden. Du kleiner Schmutzfink, du. Ja, und kein Spiel ohne verstörende Kuscheltiere. So. Wie hieß der Geist nochmal? Richard Thomas. Richard Thomas, schreib ins Buch. Richard Thomas, schreib ins Buch. Danke. Ich will ein Autogramm. Thank you all, my friends. Sollten wir die Lampe anmachen, okay, oder? Die Lampe kannst du erstmal anmachen. Wir müssen erstmal gucken, ob der hier überhaupt ins Buch schreibt, aber dazu müssen wir hier wahrscheinlich ein bisschen weiter weggehen. Weil der Richard Thomas ist anscheinend ein bisschen schüchtern. Und möchte noch nicht ganz so schnell. Ja, uns ein Autogramm geben. So, jetzt gucken wir mal. Können wir hier irgendwie Lampen oder so? Hat das Haus kein Lichtschalter? Ich sehe hier nichts. Also an. Lampen sind. Na doch, doch, doch. Da, okay. Das gute neue Ultrax. Ultrax. Boah, die Waschmaschine ist. Das sah aber auch schon mal besser aus, du, mit der Waschmaschine. Ja, du, hör mal, Kalle, das können wir hier nicht machen. Muss eingeliefert werden, kostet 560 Euro. Das wird durch die Firma Kasalek übernimmt. So, warte mal, hier haben wir noch eine Lampe. Hier haben wir doch Lichtschalter. Ich wüsste, wir sind doch überall Lichtschalter. Ich sehe keine, du hast die Taschenlampe, Junge. Geht doch rein. Ich sehe halt nichts. So, hier. Wir dürfen auch nicht zu viel Licht anmachen, weil zu viel Licht. Ja. Möchtest du gerne zu mir in den Raum kommen? Kommen Sie bitte in meinen Raum. Wo ist denn mein Raum? Ich möchte Ihnen was Tolles auf dem Schreibtisch zeichnen. Ja, du bist schon fast richtig. So, hier. Guck mal hier. Da begrüße ich doch einfach mal ganz nett, ne? Die Axt. Verstören, als hätte ich ja diese Hellboy-ähnliche Plüschpuppe hier. Das dürfte, glaube ich, einen, oh Gott! Einen, die ganzen scheiß Kuscheltiere. Hier, so ein, ich weiß nicht, ist das so eine Voodoo-Puppe? Ich glaube, die müssen wir auch fotografieren. Ey, geil, guck mal hier. Aus den 20ern, ja, die Backstreet Boys. Nee, Proud Boys, ne? Ich mache jetzt mal von dem Ding ein Foto. Vielleicht bringt uns das ja Punkte. Zacki. So, jetzt, ich habe jetzt mal das Viech fotografiert und bin mal gespannt, ob der da am Ende irgendwie Punkte kriegt. Wollen wir mal gucken. Du hast jetzt einfach Kuscheltier fotografiert. Jetzt soll er, glaube ich, eine Voodoo-Puppe darstellen oder so ein Scheiß. Sagt wer? Richard Thomas. Bitte schreib in das Buch. Guck mal hier drüben. War ich gerade drin, bevor du mich zu dir zitiert hast. Ich glaube, es geht ja noch eine Etage hoch. Warte mal, hier ist noch ein Raum. Oh, Küche. Stimmt, eine Küche? The Kitchen. Hier ist was umgefallen. Die Dose ist umgefallen gerade. Diese Drecksdose, da wo der Knochen ist. Den Knochen bitte noch nicht nehmen. Bei den Knochen, da gibt es definitiv Punkte, wenn wir den fotografieren. Wieso? So. Gibt's extra Points, you know? Naja, woher willst du denn sowas?
Das weiß ich nur, weil ich das eine Video dazu gesehen habe, dass es dazu Points gibt. Und, oh, warte mal. Oh, ich sehe einen Fingerabdruck an der Tür hier. There is a fingerprint. So, dann up in the journal. So. Fingerabdruck. Was? Oh. Ich geh raus. Wir sind nicht draußen. Du Mistvieh, ich bin tot. Oh, er steht vor mir. So. Kann ich dich noch irgendwie wiederbeleben oder wartet jetzt mit dir? Ich bin tot und ich kann mit dir nicht reden. Ach Scheiße, Alter. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. So, na dann haben wir aber... Ich habe gerade Dampf gesehen. Und damit... Tut mir leid, aber damit haben wir dann den dritten Beweis, ne? Ich habe es geschafft! Oh, Scheiße, hat Benny erwischt. Benny, die arme Sau. Oh, Scheiße. Tschüss, Benny! Oh, Scheiße. So. Und? Warum machst du nicht die scheiß Lampe aus? Es war übrigens eine Banshee. Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwas mitbekommen hast. So, ja, geile Scheiße. Super, das war Folge Nummer 1. Das Craftenhaus. Wieder hat sich gezeigt, ja, wer Elite ist und wer einfach keine Elite ist. Ja, schaltet auch nächste Mal bitte wieder ein, wenn es heißt Benny und Steve Tunis. Vielleicht ist es nächste Mal das Ridgefield Roadhouse oder das Edgefield Streethouse. Seid nächstes Mal mit dabei. Leute, macht's gut irgendwie, wenn es euch gefallen hat, irgendwie haut's in die Kommentare, irgendwie aktiviert die Glocke, irgendwie lasst ein Abo da. Bis nächstes Mal. Ciao.